Moin moin Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pro Cycling Manager 2017 mit mir zusammen, dem Malte, mit Karl-Heinz Schneider und ihr mögt es wahrscheinlich schon kennen, wissen wir auch immer zum aktuellen Zeitpunkt ohne Internet. Nachdem ich mich jetzt also durch ein paar Aufnahmesessions von Großbritannien durchgesetzt habe und ein wenig schon von Radfahren vorproduziert habe, dachte ich, ich mache jetzt diese Woche jetzt auch einfach instant heute Abend noch vollständig, weil ich habe ja sonst nichts zu tun. Ja, ein ganz schön langweiliges Leben. Habe ja sonst nichts zu tun, also schmeiß mich nochmal ran und leg jetzt noch die letzte Folge für diese Woche Pro Cycling Match hinterher. Und wir haben jetzt es heute mit den Etappen 5 und 6 zu tun, die, wie ich gesehen habe, leider nicht ganz so viel Spannung bieten, wie die Etappe Nummer 4 es getan hat. Wir mögen uns zurückerinnern, die Etappe Nummer 4 war letztes Mal gewesen, die Bergankunft oben, die tatsächlich jetzt das Gesamtklassement ein wenig sortiert hat. Wir als Platz 3 konnten damit ganz zufrieden sein. Wir hatten halt das Problem, Mates ziemlich früh haben im Stich gelassen und Team Sky eine ziemlich gute Attacke gefahren hat. Also Team Sky hat da hier am Berg der zweiten Kategorie eine Attacke gestartet, eine ziemlich gute, die uns ziemlich viele Leute geklaut hat, weil sie sind auch mit ziemlich vielen ebenen Fahrern und relativ wenig Puncheur-Anteilen hier in diese Tour reingegangen. Ja, haben uns tatsächlich dann hier schon recht viele Fahrer abgenommen und den Rest hat es dann tatsächlich hier schon relativ früh im Berganstieg gewesen. Kudos mit einer minus 4 Tagesform, Maika minus 2. Also, dass wir da tatsächlich als Drittplatz irgendwie reingekommen sind, das haben wir tatsächlich nur der schneiderischen Stärke tatsächlich zu verdanken, dass das irgendwie noch glatt ging. Ja, dementsprechend jetzt tatsächlich für Kudos und Maika mal Zeit ein wenig auszuspannen, denn die Etappen 5 und 6 bieten jetzt tatsächlich nicht so viel Spannung. Also, Etappe 5 seht ihr jetzt hier schon. Hicks ist tatsächlich ganz, ganz flach hinten, also absolute Flachankunft und Etappe 6 hat zwar einen Hügelanteil, aber ich denke mal nicht, dass das für irgendwelche Zeitabstände irgendwie nützlich sein wird. Wir werden es zwar versuchen, aber ich würde darauf halt keine Wetten grundsätzlich annehmen wollen. Gut, dann würde ich sagen, starten wir jetzt in die erste Etappe heute mal rein und gucken erstmal, wie wir uns da so durchschlagen. So, da sind wir also an diesem Etappentag. Freunde, mir ist gerade was ganz Schreckliches eingefallen. Ich habe momentan ja weder Fernsehen, weder Internet noch Fernsehen und vor allem das Fernsehen ist jetzt gerade richtig gravierend, weil, Freunde, es läuft ja momentan auch parallel die richtige Tour de France zu unserem Giro hier und ich nehme immer die ganzen Etappen auf, beziehungsweise sehe sie mir halt an und wenn ich kein Fernsehen habe, kann ich es weder mit live ansehen, noch kann ich es aufnehmen. Heißt, mir gehen ja die Etappen durch die Lappen. Ich muss kurz überlegen, also ich glaube, morgen ist das noch nicht so gravierend. Morgen ist, glaube ich, noch eine Flachankunft. Das ist ein bisschen ärgerlich halt um einen schönen Sprint, aber das kann ich noch überleben. Aber danach wird es kritisch, weil ich glaube, dann wird es schon ein bisschen interessanter mit ein paar Hügeln und ich glaube, dann den Tag später sind wir, glaube ich, sogar bei einer Bergankunft. Ach du Kacke. Oh Mann, nee, darf ich gar nicht drüber nachdenken. Da läuft mir jetzt schon der Schauer über den Rücken. Naja, gut, wir haben jetzt heute erstmal. Ich kann jetzt endlich mal die Gesamtwertung hier anschalten. Jetzt hat sich das ja auch mal ein bisschen eingerenkt. Ja, wir haben zwei Mates heute zur Verfügung, die uns hier durchziehen dürfen. Das eine ist der gute Kluge, das andere ist der Maskan. Die beiden dürfen also uns heute hier rumziehen. Ja, dementsprechend darf ich um einen Spaziergang bitten. Diese Spazierfahrt also heute für uns 155 Kilometer zum Ausspannen nach dem letzten Mal ist, denke ich, schon ganz in Ordnung. So, dann gucken wir jetzt mal eben, dass wir hier noch auf 84 gehen, dann noch Position halten, sitzen jetzt ganz gut im Sattel. Ja, Freunde, und dann würde ich einfach sagen, lassen wir erstmal ein Weilchen laufen. So, rauf geht's in den Berg der Stufe 4. Ja, und jetzt tatsächlich haben wir bald so ein Wasserding. Ich glaube, das machen wir aber trotzdem erst am Berggipfel. Das kriegen wir trotzdem noch so hin. Ja, was ich tatsächlich sagen muss, also momentan, ich möchte es noch nicht verschreien, aber es regnet tatsächlich endlich mal nicht. Also die letzten Tage hatten wir immer mal wieder ganz gut und gern mit Regen zu kämpfen gehabt, auf allen möglichen Etappen. Und jetzt bislang sind wir tatsächlich davon verschont geblieben. Wäre auch ganz gut, weil heute müssen wir uns halt relativ viel im Peloton aufhalten und sind tatsächlich nicht so wie sonst immer ganz gern mal hier weiter vorne. Apropos weiter vorne, der Kaffee zieht da vorne das Tempo an, aber um den darf ich mir keine Sorgen machen, weil auch wenn er in den Top 10 ist, der eigentliche Main-Fahrer von Team Sky ist Quintana. Deswegen, da darf ich noch gar keine Panik großartig schieben gehen. So, gut, okay, über die Bergwertung sind wir schon mal drüber. Vorneweg haben wir heute 6 Ausreißer, die unterwegs sind. Jupp, sollen sie machen. Ich denke, darunter wird im Zweifel auch nichts Gefährliches sein. Maska, mein Lieber, würdest du bitte so frei sein, ein Wasser zu holen? Ich könnte es jetzt durchaus gebrauchen. So, ansonsten geht es gleich rein in die Abfahrt. Bitte legt euch da vorne nicht auf die Schnauze. Ich muss mal ganz kurz auf meinen Wasserträger achten. So, Maskan, hast du dein Wasser? Immer noch nicht.
Ah, das Peloton ist halt immer auch sehr groß. Ich muss auch tatsächlich sagen, das Interessante ist beim Giro Italia, ich weiß gar nicht, wie es beim Vuelta aussieht, aber bei der Tour de France zum Beispiel, jetzt fahren aktuell definitiv nicht so viele Fahrer wie bei der Vuelta. Und ich meine, wir haben schon einige echt rausgekriegt. Also ich würde mal sagen, wir sind schon 10 Fahrer weniger als am Start. Und ja, bei der Tour de France sind wir, glaube ich, bei so runden 170, 175 Fahrern aktuell. Ja, und hier sind wir einfach noch bei locker fast 190. Und wie gesagt, wir haben schon ein paar rausgekillt. Das heißt, wir sind bestimmt mit 200 oder so gestartet. Heftig. Naja, so, gut, jetzt aber das Wasser an Mann bringen. Gut, dass Maskan jetzt auch so ein bisschen hügelmäßig bewandt ist. Also dem bringt es jetzt mal nicht um, so eine kleine Steigung zu fahren. Top, hat das Wasser an Mann gebracht. Sehr schön. Ja, Freunde, da es sonst nicht viel hier zu tun und zu sehen gibt, würde ich einfach mal sagen, wir machen jetzt hier erstmal weiter. So, Abfahrt, da bin ich ja mal ein bisschen vorsichtig. Man hat uns jetzt auch Willi Will wohl zugeschrieben, aber dem Braten traue ich ja noch gar nicht. Also, wie gesagt, wir schlängeln uns hier gerade jetzt diese Abfahrt runter. Ja, hinten raus sind halt noch locker, wie gesagt, 80 Kilometer. Wahrscheinlich dann unten sind so 70. Die Ausreißer werden sich wahrscheinlich Sprintwertung holen und am hinten heraus, wenn wir ein bisschen Glück haben, gibt es halt noch einen Massensprint. Aber ansonsten tatsächlich hier heute wirklich nicht besonders viel zu holen. Obwohl nicht viel zu holen, ich würde mal sagen, Maskern und Schneider tauschen jetzt auch mal. Wir sind jetzt mittlerweile dann ist ja auch gleich auf dem endgültigen Flachgebiet, also haben wir es durch die Hügel durchgesetzt. Das heißt, da dürfte sich jetzt dann relativ wenig vorschieben. Von daher, ja, denke ich mal, ist ganz entspannt. Gut, dann würde ich mal sagen, lassen wir erstmal weiterrollen. Die 70 Kilometer muss sich jetzt tatsächlich auch keiner so im Normalverlauf antun. Oder man klaut uns einfach unsere Mates und ich muss wieder darauf gucken, dass ich jetzt hier hinten nicht in irgendwelche doofen Situationen gerate. Finde ich ja top. Ich liebe Sprintwertung. Habe ich das schon mal jetzt erwähnt? Nee, habe ich nicht. Ich hasse sie. Oh Mann, ey, blöder Mist. Jetzt musst du hier wieder sehen, mein lieber Schneider, dass du dich hier wieder schwingen darfst. Gut, plus 3 Tagesform, da sage ich jetzt natürlich nichts. Ne? Das ist halt immer auch ziemlich geil, aber trotzdem vorsichtig. Ne? Auch wenn es jetzt in so eine Abfahrt hineingeht, da weiß man ja nie, was einen da so richtig erwartet. So, gut, das heißt, jetzt erstmal gucken, dass sich Kluge und Maskern und so beiden Fachidioten hier erstmal dem Schneider wieder anschließen gehen. Der derweil jetzt mal ein bisschen Tempo hier rausnimmt, müssen jetzt hier auch in die Abfahrt des Grauens runterbollern. Reicht schon, wenn wir einigermaßen runterkommen. So, Kluge gönnt sich nochmal die Zeit, holt sich nochmal am Wasser. Maskern hat mein Angebot nicht so ganz verstanden. War nicht ganz verstanden, was ich von ihm wollte. Ich war ja im Zweifel, würden wir es auch die letzten 50 Kilometer alleine schaffen, aber mir wäre es doch lieber, wenn ich zumindest einen Mate hierbei hätte. Oh, oder man ist einfach in einer 19-Mann-Ausreißergruppe, aber heute ist doch gar kein Wind. Was haben die denn? 4, 5 km/h, laues Lüftchen. Nee, nee. Ja, interessante Nummer. Gut, okay, jetzt wo wir sowieso hier vorne sind, Freunde, da sage ich ja nichts, ne? Dann sollen wir mal ein bisschen weiter ballern gehen. Habe ja auch mit plus 3 Tagesform eigentlich nichts da großartig gegen. Jetzt sind unsere anderen Leute wieder dran. So, Maskan, mein Lieber. Kluge, könntest du versuchen, trotzdem noch ein Wasser zu holen für mich? Und Maskan, komm mal nach vorne. Weil ich könnte langsam ein wenig Durst kriegen. Okay, oder ich muss einfach selber dafür sorgen. Scheißdreck. So, selber. Selbst ist hier der Schneider. So, jetzt hinten nicht rausfallen. Sehr gut. Wichtige Aktion. So, und wieder nach vorne kommen. So, und Position halten. Gut, okay. Ja, jetzt habe ich auch eigentlich keine großen Lust mehr, meine Teamsmates da dauernd einzubinden. Das heißt, ich würde sagen, die letzten 20 Kilometer machen wir nochmal eben im Schnellverfahren. Oder die Leute werden tatsächlich wirklich einfach auseinandergerissen. Tatsächlich, das Peloton zerpflückt sich nochmal. Mal ganz kurz nachzählen. Wie viele Favoriten haben wir hier? Dombrowski 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich zähle nur 9, Freunde. Nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nee, doch 10. Okay, schade. Ich dachte, er hätte jetzt vielleicht einen erwischt. Nee, tatsächlich anscheinend nicht. Gut, dann halt nicht. So, die letzten 7, 8 Kilometer. Das heißt, wir fahren es tatsächlich dann auf eigene Rechnung. Haben jetzt auch keinen einzigen großartig irgendwie Mate, den man uns hier zugesteckt hätte. Vorne die Ausreißer, wir haben jetzt tatsächlich gestellt, nochmal kurz vor Ladenschluss. Heißt, wir gehen jetzt tatsächlich gleich in einen Massensprint hinein und wir positionieren uns schon mal dafür, wenn, warum halt auch nicht. So, hinter uns, boah, sind sich nicht ganz sicher, was wir machen sollen. 5 Kilometer sind wir definitiv zu früh, um irgendwelches Tempo hochzuschrauben. Wir fahren es tatsächlich hier ganz gemütlich zu Ende. Oder man gönnt uns einfach ein paar Sekunden als Ausreißer vorne weg. Ja, wahrscheinlich, oder? Das ist definitiv gewollt. Egal, ich nehme das göttliche Geschenk natürlich dankend an.
So, wir gehen jetzt hier nochmal in die Kurve rein. Oh, haben sogar ein paar Kurven hier. Ja, und doch, jetzt macht Team Sky gerade mal kurz Druck. Jetzt haben sie gemerkt, okay, den Rosa, den sollten wir nochmal ganz kurz hinterher schicken. Denn warte, der Mann war ja wichtig gewesen, da war ja was. So, okay, so, jetzt geht es tatsächlich rein, die letzten 1,5 Kilometer. Wir gehen jetzt nochmal rein in die 99, ziehen nochmal das Energiegel. Hätte ich auch wieder früher machen dürfen, aber scheiß drauf. So, 99, da vorne der Sprinterzug geht es richtig am Abdampfen. So, wir gehen nochmal in den Gesamtsprint rein, gucken, dass wir jetzt uns nochmal einigermaßen gut halten. Zumindest ein paar Sprintpunkte vielleicht sogar abstauben können. So, und zumindest als allererster der Favoriten gehen wir tatsächlich jetzt hier wohl über die Ziellinie. Die Frage ist, als wie viel genau, Sechster oder Siebter? Ah, Siebter ist es am Ende. Siebter oder Achter meinte ich. Aber egal. Platz 7, sehr schön, gibt noch ein paar Sprintpunkte dazu. Zeitbonifikation natürlich nicht. Buani gewinnt mal die Etappe. Oh, den kenne ich ja auch noch. Nicht Gaviro. Also Gaviro, die ganzen letzten Etappen gewonnen. Jetzt heute mal der Franzose Buani hat tatsächlich die Nase dahingehend vorne. Ansonsten alles auch noch fair reingekommen. Wie gesagt, Favoriten müssen nicht nachgucken, habe ich vorhin ja durchgezählt. Sind ja alle vorne dabei gewesen. Ja, von daher, also gut, ab zur Siegerehrung. Gucken wir jetzt nochmal, wie Sprintpunkte es jetzt am Ende für uns gibt. Wie das da aussieht, weiter in 27 Sekunden, ist klar, weiter noch da, Platz 3 und Platz 3. Ah, Bonifazio hat sich jetzt zwischen uns geschlichen, gut. Also zumindest so weit, dass wir aber auf jeden Fall noch für Platz 2 in Schlagdistanz sind. Ja, ansonsten teammäßig auch alles gleich geblieben, ist halt eine klassische Flachetappe. Gut, okay, also Glückwunsch an Buani für seine gute Leistung. Wir freuen uns weiterhin unserer, ja, Tätigkeiten, die wir hier nachgehen. Gehen direkt weiter in die nächste Etappe und ja, wie gesagt, die hatte jetzt eigentlich auch nicht die großen Knüller drin. Trotzdem gucken lohnt sich. Vielleicht irgendwie was. Stufe 4 Berg. Oh, und dann hinten ein bisschen huckelig. Oh, oh, Freunde. Naja, ich weiß ja noch nicht so recht. Lassen wir es mal auf uns zukommen. Aber ich würde jetzt erstmal in der Tendenz eher Nein sagen. So, Giro Italia, Etappe Nummer 6 sind wir jetzt also am Start. Ja, eine Etappe, wo ich jetzt tendenziell, wo ich gerade eben im Ladescreen drüber nachdenken könnte, eher sagen würde, das ist eine klassische Ausreißer-Etappe, wo tatsächlich mal ein paar Ausreißer ans Ziel kommen. Ja, wir gucken trotzdem, was wir hier irgendwie gerissen kriegen. Mal hinten rausgucken. Ja, doch, es ist auch ein bisschen huckelig. Ja, wenn wir den Anstieg der Stufe 4 nutzen, um uns erstmal zu einer ziemlich guten Stellung zu bringen und dann hinten heraus vielleicht ein paar Leute abgeschüttelt bekommen. Ja, ich habe halt den bösen Verdacht, dass das hier ein Sprint wird. Und in solchen Sprints sind wir nicht besonders gut. Also, selbst wenn wir heute plus 4 Tagesform haben, was wieder sensationell geil ist übrigens, haben wir trotzdem nur plus 1 auf Beschleunigung und 1 auf Sprint. Na, schwierig. So, okay, wie gehen wir heute an? Wir haben tatsächlich das gesamte Team zur Verfügung. Sehe jetzt zwar noch nicht so ganz den Grund dafür, hätte man auch ein bisschen anders aufteilen können, aber egal, wir gucken trotzdem, was wir daraus machen. Wir starten rein. Am besten, ja, Ebenenfahrer werden wir ein bisschen später brauchen. Am besten also mit einem, der so ein bisschen in den Hügeln bewandert ist. Das heißt, mein lieber alter Freund Maskan, komm doch mal nach vorne. Wir holen sie erstmal allgemein alles nach vorne. So. Zack, Kudos, Schneider, erstmal alles nach vorne holen. Dann fangen wir an zu sortieren, wenn es dann wirklich notwendig wird. So, gut, dann kommt erstmal alle nach vorne. So, Simeon, der letzte, passt sehr schön. So, gut, dann wollen wir mal gucken direkt. Haben hier direkt E1, E2 gebildet. Ist schon wieder so windig? Nee, eigentlich nicht. Ich verstehe das nicht, warum wir jetzt neuerdings dauernd solche Windgeschichten haben. Naja, obwohl Trento, du fühlst dich heute sowieso nicht so prickelnd. Du bist dann doch mal der erste Mann, der gleich in den Berg geht. Dann packen wir den Rest da einfach erstmal hinter. So, dann nach Trento einen weiteren Hügelfahrer. Wen hatte ich jetzt gerade ausgeklügelt gehabt? Dafür Maskan, ne? Maskan kommt mal dahinter. So, dann auf Platz 3 einen, der sowohl Ebene als auch Hügel kann. Ja, Simeon käme dafür vielleicht in Frage. Willi? Nee, nee, eher nicht. Bauhaus auch eher weniger. Kluge auch eher nicht so der Fall. Auf Platz 3 hätte ich noch ganz gerne anders. Ach, sonst Kudos, du bist heute sowieso nicht so prickelnd in Form. So rum muss ich das machen. Darf ich? Danke. Sekunde, so, Kudos. Dann Schneider, genau. Nach Schneider Maika als Schutzwache, weil man kann's halt. So, und dann kommen unsere Ebenenfahrer, die ich halt später brauche. Simeon würde ich heute ganz gern darauf zurückgreifen. Das heißt, ich würde mal sagen, Bauhaus, für dich gibt es heute sowieso nicht viel zu holen. Du kriegst mal eine Auszeit. So, Kluge, Sekunde, Willi, Simeon, Bauhaus hinten, der Wasserträger, passt.
So, was haben wir jetzt hier? Trento, der sich erstmal bemühen muss, hier nach vorne zu kommen und jetzt hier wieder dann dementsprechend die Posi einzunehmen. Hansa Team sieht gerade wohl ein bisschen verschätzt hier, kann das sein? Sah auf jeden Fall nicht gerade ganz so glücklich aus. Naja, so, okay, Trento hat's, Maskan, Kudus. So, wie sieht's aus? 73, ich gehe jetzt mal wieder runter auf die 70, dass ihr mal Schneider wieder fängt. So, und dann können wir jetzt weitermachen. 72 jetzt hier erstmal die Ausreißer jetzt hier vorne abdampfen lassen. Wie gesagt, ich gehe auch davon aus, dass das eine Ausreißer-Etappe ist. Mal schauen, ob man die hinten heraus wieder einfängt oder ob man die vielleicht als Relay-Station verbauen könnte. Ich weiß noch nicht so recht. Gut, dann geht es jetzt erstmal rüber über den Berg der dritten Kategorie. Da packe ich euch erstmal logischerweise mit ein. Wollen mal gucken, wie wir uns da jetzt so hochquälen. Aber scheint so, als ob das Rest, ob die Rest den Teams jetzt auch nicht so, obwohl da doch kommen ein bisschen. Ich gehe doch mal auf 80. Dass mir zumindest Schneider nicht so einbauen. Gefährlich, gefährlich, Freunde, gefährlich. Aber scheint noch irgendwie klar zu gehen. Also wie gesagt, dafür bollern wir jetzt tatsächlich ein bisschen, dass das Schneider nicht eingebaut wird. Ansonsten sind es vorne 11 Ausreißer. Das ist tatsächlich auch schon ein ansehnliches Stück. Habe ich aber wie gesagt auch mit gerechnet, dass da jetzt echt ein paar zusammenkommen würden. So, und dann hat Trento jetzt seine Aufgabe schon erledigt. Dank dir, mein Lieber. So, dann geht's weiter mit Maskan. Weiter geht's hier mit einer 73. Du kommst nach ganz hinten. Ja, und dann passt das soweit. So ein Schlenker um Trento herum. Über die Bergkuppe drüber und rein geht's in die erste Abfahrt des Tages. Heißt aber auch gleichzeitig, fällt mir gerade auf, ich könnte Trento doch noch gebrauchen, weil ich merke, dazwischen ist natürlich noch ein Ebenenstück, bevor es da in den nächsten Hügel geht. Und da bin ich jetzt schon an dritter Stelle. Nee, gefällt mir tatsächlich nicht ganz so. Kann sich Trento durchaus nochmal zwischensetzen. Gut, genau, weil es geht tatsächlich. Also ironischerweise sollen das Sprintwertungen sein, das verstehe ich noch nicht so ganz. Aber da geht es nochmal in den hügeligen Bereich rein, deswegen hätte ich ganz gerne da nochmal einen mit von der Partie gehabt. Bauhaus derweil kannst du mal ein Wasser holen gehen, können wir durchaus gebrauchen. So, jetzt nämlich in der Ebene bist du dafür auch sehr gut zu gebrauchen. Das heißt, dafür verwende ich dich jetzt mal. So, und na, zack, sehr schön. Lasst mal ganz kurz die Wasserträger durch. Top, schöne Arbeit. So, Maskan, Trento, genau, ihr beide teilt euch jetzt gleich da vorne dann den Hügel. Und dann sind wir hoffentlich schon in der Ebene angekommen, dass wir dann mit den restlichen Ebenenfahrern weitermachen können, ehe wir dann auf Maika und Kudus vielleicht noch im letzten Sektor zurückgreifen müssen. Oder müssten, ich bin mir auch selber nicht ganz sicher. So, 72. Ah ne, wir sind schon tatsächlich im Anstieg drin. Ach so, okay, dann darf ich mich wundern. Aber ja, der obligatorische Regen. Ich habe ihn schon in der letzten Etappe vermisst gehabt. Jetzt ist er also wieder da. Wir machen weiter. 72. Der Rest scheint uns nicht einbauen zu wollen. Von daher komme ich damit ganz gut zurecht. Man nimmt uns auch heute mal überraschenderweise keine Mates weg. Ich bin begeistert. Sondern lässt uns tatsächlich einigermaßen gewähren. So, unsere Hügelfahrer tatsächlich, ja, geben jetzt den Geist auf. Sogar tatsächlich beide zeitgleich. Ein wenig ungünstig, wenn ihr mich fragt. Gut, das heißt jetzt also 84 Positionen halten, 84 Positionen halten, neu sortieren. So, wer von euch dahin kann am besten noch diesen Hügel hoch? 75, 66, ach ja klar, Simeon, die könnte ich jetzt gebrauchen. Dann packen wir mal Bauhaus dahinter, wa? Ja, genau, das heißt Simeon. Kommt jetzt erstmal nach vorne. So, Kudus, beziehungsweise Bauhaus, Kudus, Schneider, Maika, Kluge, Willi. Passt. So, hier cutten, weiter geht's, 72. Und wir werden jetzt erstmal dich hier befreien aus der Situation. So, top. Sehr schön. So, durch die erste Sprintwertung durch. Alle Sprintpunkte sowieso da vorne schon verteilt worden. Braucht man sich gar keine Gedanken drum machen. Weiter geht's jetzt also hier den Hügel hoch. So, Maskan, ja, wollte gerade sagen, kann auch wieder nach hinten. So. Gut, holen auch wieder einen Ausreißer rein. Ja, Freunde, dann geht es gleich in die Abfahrt hinein, vor der ich jetzt tatsächlich, muss ich sagen, ein wenig Respekt habe mit dem Wetter. Ja, da werde ich tatsächlich das Tempo erstmal ein bisschen rausnehmen. Weil ich damit rechne, dass hier tatsächlich ein Malheur passieren könnte. Wenn ich hier nicht gewaltig aufpasse, weil beim strömenden Regen. Schneider ist gestürzt. Mann, ich wusste das! Ich hätte nur die Augen noch auf Schneider richten müssen. Ich hab das schon gewusst! Okay. Sofort Tempo rausnehmen da vorne. 60 geht's weiter. Ich muss nach Schneider gucken. Und ihr habt euch genau. Och nee, ihr legt euch da auf den Haufen. Oh, Mistdreck. Scheiße, das ist gefährlich. Gut, wir haben noch eine Stücke Ebene vor uns. Also Schneider steht schon mal wieder auf. Das ist schon mal wichtig. So, du heizt jetzt erstmal hier mit 84. So, jetzt müssen wir tatsächlich leider Risiko fahren. So, wer. Oh, die legen sich ja noch mehr auf Fresse. So, Glück gehabt, da sind wir gerade ausgewichen. So, das heißt, Kudus haben wir. Kudus, du schwingst dich jetzt drauf. 84.
So, dann müssen erstmal den Rest hier anschließen gehen. So, dass das erstmal soweit klar geht. So, dass wir jetzt erstmal das Peloton wieder gebildet bekommen, dann ist tatsächlich die Ausreißer vorne weg, dann eingeholt bekommen. Ach, kommt, Jungs, schnell aufreihen. So, Kluger ist tatsächlich noch weiter hinten rausgerissen. Oh, bitte lass den nicht aufgeben müssen. Das sah mir nach einem üblen Crash aus, wenn ich auch ehrlich bin. So, Willi, du bist mein Mann. Tauschen, tauschen, Willi vorne weg, 84. Kudos. Wir, Wasser kläre ich später. Wenn ich in der gesicherten Position hier erstmal bin. So, vorne vorarbeiten. So, wir haben unsere Leute wieder. Puh, aber ja, scheiße. Mist! An der sechsten Etappe, Freunde, hat es unseren ersten Fahrer erwischt. Kluge muss aussteigen, ist beim Crash in der Abfahrt tatsächlich so heftig gestürzt, dass er nicht mehr weiterfahren kann, dass er die Tour nicht beenden kann. Ja, und da sitzen wir jetzt tatsächlich dann wieder auf unserem Malheur. Gut, 72, weiter geht's. Dann Bauhaus dahinter. Hinter Bauhaus parke ich. Sekunde, Willi? Ja, Willi. Packi dahinter, Kudo, Schneider, Maika, Maskan, Trento. Trento, Wasser holen. So der Plan. So, okay, wir haben unsere Fahrer wieder aufgereiht, aber leider ist tatsächlich ein Fahrer dauerhaft verloren. Und das zum Zeitpunkt, der noch recht früh ist. Es ist glücklicherweise weder Kudos noch Maika. Das wäre natürlich absoluter Genickbruch. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Glücklicherweise auch nicht Trento und auch nicht Maskan, weil das sind auch Fahrer, die ich durchaus gebrauche. Gebrauchen kann hier noch als so ein bisschen unsere Mini-Panscheure, die wir halt noch hier haben. Aber schön, Freunde, ist das trotzdem nicht. Gut, jetzt sind wir auf der Ebene. Hier soll es tatsächlich erstmal relativ wenig passieren. Das heißt, ich melde mich hinten wieder, wenn wir beim hügeligen Teil sind. Aber schade, das ist wirklich nicht schön. Gut, dann würde ich erstmal sagen, machen wir weiter. So, wir gehen jetzt langsam auf den hügeligeren Teil zu. Das heißt, die Herren klammere ich jetzt tatsächlich allesamt aus. Wir reduzieren jetzt so ein bisschen unser eigenes Fahrerfeld auf das nötigste Material. Das heißt, wie sehen wir es jetzt hier vor? Wir gehen jetzt natürlich gleich jetzt hier ab jetzt quasi dann die letzten 40 Kilometer mit einigermaßen gut Tempo an. Das heißt, Maika und Schneider gehen jetzt nochmal tauschen, aus Sicherheitsgründen. So, Willi ist wie gesagt platt. Das heißt, Maska muss übernehmen. Da geht es mit der 84, dann ist es voran. Gucken wir, dass wir jetzt tatsächlich noch die restlichen Kontrahenten jetzt hier gleich niedergeprügelt bekommen. So, ich könnte jetzt natürlich nochmal die Top-10-Wertung hier brauchen, dass die Leute nochmal sehen, die uns jetzt hier irgendwie gefährlich werden können. So, und dann jetzt dementsprechend also weiter geht's. Die haben die Ausreise jetzt eingeholt und jetzt geht's tatsächlich rein in den ersten Anstieg des Tages. So, 30 Kilometer sind es jetzt noch. Wir haben natürlich jetzt noch ein gutes Stück zu gehen grundsätzlich. Die Frage ist, können jetzt unsere Leute erstmal alle so mitfolgen, wie ich mir das vorstelle? Ja, scheint so zu sein. So, Beschneider, genau. Trento ist mir wie gesagt relativ Wumpe. Wichtig ist erstmal, dass das hier klappt. Aber wir kriegen ja auch kein ordentliches Tempo rein. Nee, also tatsächlich, Freunde, ich muss bei meiner Tendenz bleiben. Hier geht tatsächlich eher nichts zusammen. Was, wenn ich jetzt nochmal verkleiner? 25 Kilometer. Da hinten eine Abfahrt. Ja, wenn ich jetzt knalle, muss ich mit Schneider rausknallen. Das ist halt auch noch ein echtes Stück Strecke. Plus drei Huckel. Nee, ich cutte Maskern raus. Freunde, wir knallen mit Kudos rein und nehmen dann tatsächlich einfach nur diese drei Fahrer hier. Gut. So, einmal jetzt hier vorsetzen. So, und jetzt tatsächlich, Freunde, nochmal richtig reinquetschen. Dass wir jetzt tatsächlich nochmal zeigen, dass wir hier in der Lage sind, durchaus zu reißen. Ach, auf dieselbe Idee kam gerade welche vom Movies da auch, sehe ich. Gut. At least. So, Kudos, danke dir für deine Mühen. Kannst deine Position jetzt halten. 84. So, weiter geht's jetzt mit Maika. Na, jetzt werde ich mich wieder aufhalten lassen hier. So, und tatsächlich, Freunde, wir kriegen vorne weg eine Zwölfergruppe. So, Maika gibt Gummi. Maika bringt uns da tatsächlich durch. So, und wir sind tatsächlich jetzt Smith als erster hier im großen Tross drinne. Und ist das nicht dahin das rosa Trikot, was da abgeschieden ist? Kann das sein, dass Quintana da hinten jetzt nicht mehr so richtig folgen konnte?
Tatsache, Freunde, ist eine kleine Lücke. Mal schauen, ob das tatsächlich auch so bleibt. So, 84. Malka macht jetzt die Führungsarbeit für uns. Wenn jetzt noch wir hinten dran bleiben würden. Dankeschön. So, wie gesagt, Malka macht die Führungsarbeit jetzt für uns. Hinten hat sich Trento auf die Schnauze gelegt. Was aber heißt, dass die andere auch auf die Schnauze gelegt haben. Freunde, das ist eine gute Chance. Das ist eine sehr, sehr gute Chance. 19 Kilometer sind das noch. Hinter uns haben sich nochmal welche auf die Schnauze gelegt. Ich hoffe, da kommen wir jetzt irgendwie durch. Ich hoffe das jetzt einfach. So, wie gesagt, Maika und Schneider machen das jetzt einfach zusammen im Duett. Das dürfte dann schon reichen. So. 84. Wie gesagt, jetzt wird hier ordentlich gekesselt, nicht gekleckert. So. Jetzt genau nachgucken. Wie sieht das jetzt aus vom Verlauf? Ein kleiner Huckel, ein zweiter Huckel und den dritten nehme ich dann mit Schneider. So, mal gucken. Ah, 82 Fahrer. Also der große Kram ist ja rangekommen. Aber hinten Quintana. Doch, da sind welche, die nicht mit dabei sind. Da sind ordentlich welche, die nicht mit dabei sind. Das gibt's ja nicht. Als ob hier doch so eine flache oder kleine Huckeletappe hier tatsächlich jetzt zu so einem Problem wird. So, wir gehen jetzt gleich nochmal in einen kleinen Aufstieg hinein. Wie gesagt, ja, das Ding, das sehe ich noch nicht so richtig als Aufstieg an. Den zweiten werden wir dann nochmal richtig reinkrachen. Ich sagte, wir gehen da reinkrachen. So, Maika, würdest du bitte, danke. Ja, ist okay. Wir sind ja auch sowieso hier so vorne mit am Start. So, jetzt können wir nochmal reinkrachen, genau. Das ist doch jetzt wieder Aufstieg, ne? Ja, jetzt ist der Aufstieg. So, nochmal mit hier, mit dem guten Maika wird er jetzt nochmal reingeprügelt. Oh, wir versuchen jetzt hier tatsächlich nochmal irgendwie eine Lücke zu reißen. So, zack. Dank dir, Maika, für deine Arbeit. So, Position halten bitte 84. Du sollst mir jetzt auch nicht so weit nachkommen. Zack. Du bist mir bei Position halten. Du willst mir jetzt auch hier nicht nachkommen. So, und jetzt muss ich kurz gucken, wie geht's jetzt hier weiter. Jetzt geht's hier nochmal die bergab, die Piste. Und dann geht's richtig los. Das heißt, jetzt nochmal hier mit 92 lang pfeffern. Ah, vielleicht doch keine so gute Idee. Ne, 84, Energiegel benutzen. So, denn hier könnte vielleicht was drin sein für uns im letzten Aufstieg. Ja, da unten ist das jetzt hier der Tunnel. Ja, das sieht doch. Oder ist das jetzt noch eine Ebene? Ne, das ist noch eine Ebene. Das hier ist jetzt noch ein bisschen Ebene. Sah mir nur so doof danach aus. So, jetzt tatsächlich, Freunde, geht es jetzt hier gleich in den Anstieg ums Eck. Gut, das heißt, jetzt muss ich mitmischen. So, okay, jetzt geht's hier tatsächlich los, Freunde. Der Hügelsprint hat begonnen. Letzter Kilometer. So, Landa ist mit dabei. Die letzten paar hundert Meter sind da vorne. Wir machen weiter mit der 99 am besten. Beste, was wir machen können. Jupp, sehr schön. Kommen da tatsächlich auch noch ganz gut mit. Und könnten vielleicht als Drittplatzierte hier am Ende durchgehen. Ah, links blocken, links blocken, links blocken, links blocken. Gut, schön erkannt. Sehr schön, das dürfte am Ende reichen für Platz 3 und eine kleine Zeitbonifikation. Sehr schön, also, nachdem Landa jetzt also als Erster reingegangen ist, sind wir tatsächlich auf Platz 3 rein, in einer Etappe, wo ich nicht gedacht hätte, dass das irgendwie großartig relevant werden würde, aber tatsächlich wird es, denn ihr seht, hier hinten ist eine Lücke. Hier hinten ist eine Lücke, Freunde, die Top 20 fahren sie jetzt hier noch zu. Und da kommt sie, in der Hoffnung, dass das auch irgendwie als Lücke noch zählt. Oh, Quintana gibt nochmal alles. Ah, scheiße, kann vielleicht auch nicht als Lücke gezählt haben. Ich bin mir nicht sicher. Ich hatte sehr gehofft. Aber ich befürchte, das Glück habe ich nicht. Dass sie mir das als Lücke anrechnen. Was? Trento? Wann hat's denn den erwischt? Scheiße, das muss ein zweiter Sturz gewesen sein. Unsere große Chance hat uns einfach einen zweiten Fahrer gekostet. Und damit ist auch tatsächlich eine der etwas wichtigeren Sorte. Ah, nein. Etappe 6 war zwar mit Platz 3 recht erfolgreich, aber aus teamtaktischer Sicht mörderisch. Zwei Fahrer an einem Tag zu verlieren, das ist wirklich ein Brett. Oh shit, daran werden wir zu kauern haben. Das sage ich euch. Daran werden wir zu kauern haben. Oh. Ich war jetzt eigentlich dabei, die Folge mit einem guten Gefühl zu beenden. Jetzt ist es aber doch eher etwas Gemischtes. Eieiei. Okay, gucken wir auf die Siegerehrung drauf. Ja, also wie gesagt, wir kommen auf Platz 3 rein. Dürfte einen kleinen Zeitboni geben. Nein, das rechnet der uns als Gruppe an. Der rechnet uns das als Gruppe an. Ja, und damit sind wir Erster. Erster. Mit
1,44 Vorsprung auf Mainz, 2 Minuten 2 auf Quintana. Wir haben die Gruppe, wir haben das gelbe Trikot. Aber bei aller Freude trotzdem, Leute, zu einem sehr hohen Preis, wenn man ehrlich ist. Oh, Zweiter in der Bergwertung der Quintana ist okay. In der Sprintwertung Zweiter in der Gaviro ist auch in Ordnung. Nahrungswertung weiterhin führend. Teammäßig, ach, oh, rangerobbt an den neuen führenden Quickstep. Aber ja, scheiße. Zwei Leute hat es von uns erwischt. Da möchte ich doch nochmal in die Ausfallliste gucken, weil das hätte tatsächlich sein können, dass das jetzt doch irgendwie einige gewesen sind. So, Sieg für Lander. Wir gehen nach unten, schauen uns das mal eben fix an. Was sagt die Gruppe hier? Wie viel waren das jetzt? Wo hat denn die Gruppe gesetzt? Der muss ja hier eine Gruppe gesetzt haben. Ab Chicone hat eine Gruppe gesetzt. Und das heißt tatsächlich, gerade so ist da tatsächlich noch Isigaray und Quintana reingefallen. Ach, wie lustig. Ach, wie schön. Herrlich. Gut, da habe ich meinen Spaß dran. Und yo, eine ganz fette Aufgabenliste haben wir. Oh nein, da ist er geblieben. Der musste aufgeben. Dombrowski musste aufgeben. Das sind zwei aus den Top 10, die rausgeflogen sind. Das wieder fängt wiederum tatsächlich das Aussteigen von Kluge und Trento so ein bisschen auf. Auch Sky hat tatsächlich einen Fahrer verloren. Quickstep hat seinen Ass verloren. Cannondale hat seinen Ass verloren. Freunde, mal kurz so gehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Fahrer sind rausgeflogen. Auch wenn wir das einzige Team sind, das 2 Fahrer verloren hat, sehe ich uns doch ein wenig im Vorteil. Sind jetzt nur 177 Fahrer, jetzt sind wir ungefähr auf Tour de France Größe. Übrigens abgeschrumpft. Ich habe mich auch noch beschwert gehabt. Malte hätte bloß dein Maul nicht zu weit aufgerissen. Aber Hornae ist raus. Das ist natürlich legendär gut für uns. Damit, Freunde, und jetzt schon den 2 Minuten, die wir jetzt gerade rausgefahren haben. Okay, 1,44, aber die wir jetzt rausgefahren haben. Mainz kann, glaube ich, nee, der kann gar keine Zeit fahren. Quintana kann es mäßig. Latour kann es mäßig. Lander kann es gar nicht. Chavez kann es nicht. Gibt es denn überhaupt keinen, der irgendwie Zeit fahren kann? Costa auch nur mäßig. Polank, Martin. Ah, Isigaray ist der Erste, der tatsächlich Zeit fahren kann. Aber der ist auch mit 5 Minuten ziemlich weit weg. Es sieht. Ich bin zwiegespalten. Es sieht eigentlich grundsätzlich ziemlich geil aus. Weil wir haben jetzt das führende Trikot. Wir haben es auf der Etappe gut geschlagen. Aber ich bin mir noch nicht sicher, wie schwer sich das auswirken wird. Also jetzt nach Etappe 6 ist das natürlich noch kein Problem. Aber diese zwei Fahrer, also ein Fahrer zu verlieren hätte ich jetzt auch noch hingenommen. Zwei Fahrer zu verlieren sind kritisch. Und gerade Trento nochmal. Kann sein, dass sich das dann hinten heraus so ab Etappe 15, 16 dann rächen wird. Ich hoffe ja nicht. Aber zumindest einen großen Kontrahenten beseitigt. Boah, Freunde. Also doch deutlich, deutlich mehr Action drin, als ich erwartet hatte. Ich würde an dieser Stelle sagen, sind wir durch. Ich bedanke euch da draußen fürs Zusehen. Das muss ich mir jetzt erstmal ein bisschen zurecht verarbeiten, die Tage. Das war jetzt schon eine sehr interessante Nummer. Könnt mal in die Kommentare schreiben, was ihr denn dazu meint. Also das war schon, was ein Schlag. Also ich habe ja schon gemerkt, so diese Ebenen-Tappen, Freunde, die sind ja tatsächlich ein bisschen kritisch. Ne? Also das hat man ja schon gemerkt in den letzten paar Tagen, dass die doch es für ein Giro ziemlich in sich haben. Also so entspannt sind die Dinger nicht. So, und dass jetzt dieses Flachhügel-Mischmass-Ding, dass das am Ende so entscheidend sein könnte, ich hätte das nicht gedacht. Naja, gut, okay, dann würde ich mal sagen, lasse ich euch mit diesen Eindrücken raus aus der heutigen Folge. Ich bedanke mich draußen fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haltet draußen die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.